Heute ein kleiner Exkurs über rote Pandas. Der rote Panda wurde bereits 1821 und damit schon 48 Jahre vor seinem berühmten Namensvetter, dem großen Panda, entdeckt. Sein chinesischer Name Hanyo bedeutet im Deutschen Feuerfuchs und weist auf die vorwiegend glänzende rote Färbung des Tiers hin. Heute gilt er als einziger Vertreter der sogenannten Katzenbären. Rote Pandas leben heute nur noch an den Hängen des Himalaya-Gebirges in Asien. Wilderei, Abholzung und Überweidung ihres Lebensraums durch Nutztiere haben ihnen stark zugesetzt. Durch den Klimawandel schmelzen auch die Gletscher am Himalaya und es kommt zu Naturkatastrophen. Die Lebensräume von vielen Tieren und Pflanzen verändern sich oder drohen ganz zu verschwinden. Deshalb gibt es mittlerweile weniger als 10.000 Individuen. Der Trend ist leider abnehmend. Etwas Spezielles über kleine roten Pandas. Wenn es kalt ist, rollen sie sich zu einer Kugel zusammen und umhüllen sich mit ihrem dichten, braun-weiß geringelten Schwanz. Was können wir machen, um zu helfen, ohne Geld auszugeben? Treibhausgase sind verantwortlich für die Klimaerwärmung, die auch den roten Panda bedroht. Beim Kochen mit wenig Fleisch entsteht dreimal mehr Treibhausgase als bei einem vegetarischen Gericht. Also ein guter Ansatz wäre es, nicht ganz auf Fleisch zu verzichten, aber auf seinen Konsum